Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Spiel Fernbus-Simulator mit dem Österreich und Schweiz DLC. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe mir gesagt, es geht weiter. Ein paar Tage haben wir jetzt Ruhe gehabt, aber ich habe mir gedacht, okay, wir starten wieder. Und zwar hier von, lass mich gucken, hier Graz aus, wollen wir ja noch Österreich komplett erkunden, nach Salzburg und dann schließlich nach Innsbruck, zu Werner. Und er ist mir auch erlaubt, Leute, keine Sorge. Und er weiß noch nicht von seinem Glück. Mal schauen. Genau. Neuerung ist auch, dass wir jetzt hier mit einer neuen Lackierung spielen. Was heißt neue Lackierung? Die gibt es ja in diesem Repaint-Package-Gedöns. Und auch neu ist der Neoplan Skyliner, den wir diese Folge mit dabei haben. Also was heißt neu, ne? Also in dem Sinne zur letzten Folge, was neu ist. Und ich habe mal Winter eingestellt. Ich habe Winter eingestellt, weil ich dachte, okay, vielleicht wirkt das andere noch ein bisschen besser. Und die netten Leute warten schon. Das heißt, ich mache den Bus startklar. Wir steigen ganz kurz ein. Machen das soweit ready. Und dann dürfte der Spaß gleich beginnen. Oder hoffe ich zumindest, Leute. So, ich würde sagen, wir heizen schon mal vor. Genau. Und dann schauen wir mal, was wir alles einstellen müssen. Klimalage 21,5. Eigentlich passt natürlich Winterwetter überhaupt nicht. Aber Leute, was man nicht alles tut. So, Fahrgastlicht machen wir an. Und machen wir auch an. Leselampenfreigabe auf jeden Fall. WC, Küchen, WLAN. Ansonsten. Warte mal. Fahrgastmonitor, ganz wichtiges Ding. Runtergefahren. Licht machen wir auch an. Auf jeden Fall. Ansonsten. Zielanzeige. Sieht das ganz gut aus, würde ich sagen, ne? So sieht jetzt von. Genau, das ist die Lackierung hier. Flix auf die Piste. Mit Flixbus Deutschland. Mittlerweile gibt es ja auch Flix Train, Leute. Auch eine Story für sich. Also sehr interessant, wie sich das entwickelt. Mal gucken, ob wie es ankommt. Okay, ich würde sagen, einloggen. Und dann gather that loose hier. Bin mal gespannt. So, ja, wir müssen ein bisschen Gas geben. Ich würde sagen. Oh, Entschuldigung. Ich habe so gut vorbereitet. Und dann sowas jetzt hier. Na. Ich mach auch noch hier die Tür offen, wenn sie wollen. Okay. Okay, Leute. Jetzt aber. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Bitte? Bitte was? Ein Haller an der Saale? Ups. Ja, ich glaube echt, es hackt. Augsburg, was ist neu los hier? Innsbruck, yo. Grüezi, ist das gut? Vielen Dank. Alles Fans von Werner hier. Hallo, hier mein Ticket. Oh, Railway Station, was ist das denn? Ich glaube nicht, oder heißt eine Haltestelle so? Ich glaube nicht, oder? Ach, nö. Nö. Sorry. Hallo, das Ticket, bitte. Sorry, du Models. Servus. So, Graz. Das Ticket. Salzburg, natürlich. Ich suche mir gerade eine neue Verbindung. Ah, ich schaue aber ganz kurz nach. Ich glaube, sie wollten nicht. Ich schaue aber trotzdem ganz kurz nach, ob wir jetzt alle Check-in haben. Nö, sieht ganz gut aus. Ich konnte ihn nochmal eben. Problem, ja. Ich nehme dann den nächsten Bus. Ja, okay, alles klar. Ich fahre dann mit dem nächsten Bus. Super. Ihr habt gesagt, du kannst auch das alles von innen zu machen. Kann man? Ja. Ich mache es aber von außen zu. Weil das ist irgendwie. Weiß nicht, finde ich ganz cool. So, okay, die Tür machen wir wirklich. Der Knopf drückt so, okay. Und dann. Nicht ihre Schuld, Errungenschaft freigeschaltet. Alles klar, Leute. So, Tür machen wir zu. Sieht gut aus. Ich würde sagen, wir können starten. Leichte Musik haben wir an. Ich überlege. Machen wir das mal aus. Eigentlich ist es cooler, dieses auszumachen, aber irgendwie stört mich das. Auch nicht, weil man kann halt besser was erkennen. Ein bisschen was besser erkennen, so wo man hin muss, ne? Hm. Okay. Auf geht's. Wir haben ein bisschen was zu fahren, also zieht euch warm an, Leute. Da haben wir ein paar Flixbusse stehen. Und ihr habt mir natürlich euer ersten Eindruck oder unsere ersten Eindrücke geschildert. Eure ersten Eindrücke. Meiner habe ich ja teilweise schon geschildert, wobei ich auch gesagt habe, okay, wir müssen uns mehr anschauen. So, bevor wir starten, müssen wir nochmal irgendwas machen. Und zwar. Geht das nicht? Ah, das geht. Ja, dann machen wir eine extra Runde. Ich kann das nicht. Ich muss da drin stehen. Krass.
Ja, dann müssen wir nochmal eine extra Runde drehen, Leute. Weil ich konnte nicht auf Ready drücken. Oder ich kann nicht auf Ready drücken. Das heißt, eine extra Runde drehen. Keine Sorge, Leute. Hier hat nur jemand was vergessen. Und ich wollte kurz gucken, ob es glatt ist. Jetzt gucken wir, Fahrt starten, geht jetzt, tatsächlich. Ein bisschen mit Verspätung, aber okay. Das heißt, Leute, was wollte ich sagen? Ich wollte auf jeden Fall in den kommenden Folgen mit euch gemeinsam durch eure Kommentare über dieses Add-on sprechen, über das DLC. Da gibt es geteilte Meinungen. Es gibt aber auch Meinungen, die auseinandergehen. Und ich möchte nicht gleich zu Beginn damit starten, sondern möchte erstmal Werners Fahrgäste hier herzlich begrüßen. Und das machen wir mit einer schönen, gemütlichen Ansage. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. So, das reicht, Leute, weil wir wollen ja ein bisschen quatschen hier. Ich hab ja gesagt, ne? Ich hab Schnee an. Das Ding ist, ich habe gar nicht eingestellt, dass Winter ist. Aber das ist eigentlich ganz... Doch, das sieht man. Guck mal, bei den Alpen, sag ich mal, bei den Bergen da, ist Schnee drauf jetzt. Sieht man am Meer, ne? Also es ist ganz, ganz gut. Also ich glaube, das war vorher nicht, als ich keinen Winter eingestellt hatte. So. Das dazu. Ich hoffe, Musik im Hintergrund ist ein bisschen in Ordnung. Muss jetzt nicht übertreiben. Ihr kennt das Ganze ja, aber ich denke, so kann man es genießen. So, Ankunft 13.21 Uhr, 10.12 Uhr fahren wir. Wie gesagt, wir müssen etwas länger fahren. Wir erkunden dabei die Landschaft, haben Spaß hoffentlich. Ja, und dann werden wir mal schauen. Und werden ein bisschen schneller fahren. Natürlich, Leute, das gehört dazu. In Österreich darf man schneller fahren. Ja, auf jeden Fall. Oh, hier wird es ein bisschen hochlegen. Hier wird es. Wir verlassen Graz. Ja, okay, ich gehe doch schon ein bisschen auf euer Feedback ein, weil es gerade mal passend war. Es hat in den Kommentaren gestanden, also ich habe es auch schon unter anderen Videos gesehen und so weiter und so fort, dass die Schilder an sich, die Beschilderung, überhaupt nicht, ja, zu den Ländern abgestimmt wurde. Es ist eine deutsche Beschilderung, so von der Farben her, was überhaupt nicht in Österreich der Fall sein soll. Oder wir werden es natürlich noch in der Schweiz sehen. Aber das war euer erster Eindruck so, und das ist natürlich so ein Ding, das ist natürlich nicht so schön. Mir ist es jetzt persönlich, ja, nicht so schnell aufgefallen. Aber wenn man so ein, ja, sowas mal als Österreich und Schweiz ausgibt, da sollte man natürlich auch das dementsprechend angepasst haben, da habt ihr recht. Das ist jetzt nicht so schön, da muss ich sagen. Und es gibt halt wirklich nicht so viele Städte. 11 Städte sind in dem DLC dabei, in dem Add-on. Ist jetzt auch nicht viel. Österreich, Schweiz heißt es. Und es ist halt nicht komplett dabei. Außer ein Ding, wo man sich überlegen müsste, okay, was möchte man? Es wäre ja ziemlich cool gewesen, wenn alles dabei gewesen wäre, klar. Ist ein guter Anfang in dem Sinne. Aber ob da mehr kommen wird, weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Ja. Ist halt so ein Thema, ne? Und da kommen wir auch schon zum Preis. Und da habt ihr eindeutig geschrieben, für das, was hier in dem DLC Add-on Kartenerweiterung geliefert wird, ist der Preis... Oh, Moment. Von ungefähr... Ich glaube, ungefähr 20 Euro, sagen wir mal. Bisschen hoch. Und ehrlich gesagt, Leute, das war auch mein erster Eindruck. Das ist... Es ist ein Happen Geld, unabhängig davon, ob das jetzt eine gute Qualität ist. Und es hat eigentlich auch eine ganz gute Qualität. Es läuft ja auch, sieht eigentlich ganz gut aus. Ihr habt aber auch geschrieben, teilweise erkennen wir gewisse Teile von Österreich nicht wieder. Das ist auch wieder so ein Ding. Okay, Leute. Wie realistisch ist das umgesetzt? Ne? Da muss man... Das ist halt so... Okay. Ist der Preis jetzt gerechtfertigt? Wie möchte man es haben? Und
wenn man jetzt sowas hört, ist es natürlich dann wieder nicht gerechtfertigt. Und, aber unabhängig von der Qualität, wie gesagt, ist das trotzdem ein sehr hoher Preis. Jetzt kann man wieder sagen, aber die haben da auch viel Mühe reingesteckt. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem ist es eine Stange Geld. Und es ist einfach wieder das Thema, was wir bei dem, ich glaube, Neoplan Skyliner auch schon hatten. Es ist wieder diese DLC-Politik, die nicht nur bei diesem Spiel kritisiert wird, sondern auch bei anderen Spielen. Unabhängig, ob es jetzt Aerosoft ist oder, ich sag mal, andere Publisher. Wisst ihr? Also ich möchte jetzt nicht nur auf Aerosoft zu sprechen kommen. Ne? Natürlich, wir wissen, Neoplan Skyliner war auch schon, wo viel Kritik kam. Im Forum von TML Studios habe ich jetzt auch schon wieder gelesen mit dem Preis. Einige sagen, können überhaupt nicht verstehen, dass das so kritisiert wird. Man muss es mal betrachten, so zum Hauptspiel und was wird geliefert und so. Und ja. Und da muss ich auf den ersten Blick sagen, ist das, wie ich schon, ich glaube, im ersten Video gesagt habe, gleich ist schon eine Stange Geld. Wir schauen es uns weiter an. Ja. Müssen wir mal schauen, Leute. Müssen wir einfach mal ein bisschen Geduld haben. Und dass wir da uns immer ein bisschen mehr zu äußern können. Ich sag mal, den ersten Teil haben wir jetzt fast gesehen. Es wird halt ja auch kein Bus mitgeliefert. Es wird einfach so eine nackte Kartenerweiterung. Es passiert schon mal ganz gerne, ne? Aber ja, wenn man das doch so... Es ist schön und gut, ja. Aber man kann es dann wieder doch nicht mit gewissen anderen Qualitäten zu anderen Spielen, zu anderen DLC mit, ich sag mal, geringen Preisen vergleichen, weil da ist die Qualität noch einen Ticken höher, was auch diesen Realismus in dem Sinne ausmacht, was ihr da geschrieben habt. Und gerade bei der Kartenerweiterung gehört es halt wiederum dazu, ne, wenn ich sage, okay, ich muss mich halt in Österreich fühlen, ne? Und das ist halt dann hier wohl nicht der Fall, wie ihr geschrieben habt. Das ist schade. Ja. Aber man muss sagen, KI läuft momentan super. Okay, muss man auch voraussetzen, klar. Ja. Und da kann man natürlich auch wieder sagen, du hast das DLC oder ein Addon geschenkt bekommen. Ja, durch den Beta-Test, weil ich ja dabei war, habe ich es in dem Sinne auch geschenkt bekommen. Ja, aber ich möchte es genauso beurteilen, ich sag mal, wie ich es gekauft hätte oder wäre ich sozusagen wie ihr oder, ne, ihr wisst, was ich meine. Also, ja, in dem Sinne sind wir alles Menschen, ja? Also, tja, Leute, und es ist halt wieder so ein Thema, ne? Die anderen schreiben, was laberst du für ein Müll? Und die anderen sagen, ich gebe dir vollkommen recht. Es ist immer wieder diese zweigeteilte Meinung. Und, an dieser Preisgestaltung sagt man ja auch, sind nicht mal die Entwickler schuld, weil die nicht den Preis festlegen, sondern halt Publisher, aber sitzen sozusagen im gleichen Boot. So ist das, Leute. Mein Gott, was laber ich euch wieder? Eigentlich wollte ich gar nicht so schnell auf den Preis wieder zu sprechen kommen, aber es gehört einfach dazu, vor allen Dingen, es gehört dazu, gerade wenn ein Spiel rauskommt, und gerade wenn es ein DLC oder Addon ist, es ist, genau. Und wir wissen auch, natürlich muss ich ein Spiel weiterentwickeln oder es muss ja irgendwie weiter finanziert werden, andere Projekte, so Bass kommt auch, ich würde nicht sagen dieses Jahr, sondern nächstes Jahr eher. Oh, Passstraße, genau, die finde ich ganz cool wieder. Muss ich wirklich sagen, die Passstraße ist super. Also, es macht schon Bock. Macht schon wirklich Bock, wenn man nicht einfach nackt geradeaus fährt. Auch mit den Steinen hier, super, finde ich, dargestellt. Wie realistisch das jetzt ist, weiß ich nicht, Leute. Da haben wir natürlich wieder Leute unter euch, die sich wirklich super damit auskennen und sagen, ah, das ist nicht realistisch und das ist anders. Und ja, natürlich verändern sich Straßen, aber ja. Ja, Leute, es ist alles so ein Thema für sich. Alles so ein Thema für sich. Durch den Tunnel. Geräuschkulissenmäßig, muss ich sagen, gefällt mir das ganz gut. Zum Beispiel am Bahnhof oder Hauptbahnhof oder Busbahnhof.
in Graz. Hat mir das wieder sehr gut gefallen. Da habe ich so auch in dem Sinne Zuggeräusche gehört. Super. Gibt's auf jeden Fall ein Like für. Und ja. Genau. Aber ihr könnt mal in den Kommentaren schreiben, was sagt ihr dazu zur typischen Preisgestaltung, zum Thema Preisgestaltung. Man muss es mal wieder aufgreifen und ich möchte es gar nicht über Folgen jetzt aufgreifen. Deswegen würde ich an dieser Stelle schon mal einen ersten Abschluss ziehen. Also 11 Städte, Kartenerweiterung, ungefähr 20 Euro. Ich sag mal zwischen 18 und 20 Euro so ungefähr. Ist ein bisschen teuer hier. Wobei natürlich Qualität, ne, ist in Ordnung. Realismus hat er gesagt, leider nicht so wirklich. Auch das ist Geschmackssache, wie viel Wert man daran legt. Ihr habt gesagt, okay, oder geteilte Meinung auch hier wieder. Oder unterschiedliche Meinung. Ja. Jojo, Leute, so ist das. So. Wenn wir aus dem Tunnel rausfahren, machen wir mal hier Schluss für heute. Dann sehen wir uns, ich denke mal, morgen oder übermorgen wieder. Mal schauen, wie ihr bockt habt. Boah, das war ein echt ein langer Tunnel. Muss auch sagen, von der Performance ist es ganz in Ordnung. Es ist durchschnittlich. Es ist durchschnittlich. Das ist, ja, ihr seht es, oben steht 60 jetzt hier im Tunnel. Unten steht, man dürfte 100 fahren. Was ist jetzt richtig? Und normalerweise müssen die Fahrgäste sich schon beschweren wieder. Ist nicht der Fall. Also vom System her würde ich sagen, das System, denke ich, darf 100 gefahren werden. Aber es darf eigentlich nur 60 gefahren werden wegen der Beschilderung hier. Ja, ihr seht, Leute, es ist wieder so ein... Ja, ist das jetzt... Ist es eigentlich ein Fehler? Ist es eigentlich ein Bug oder wie würde man sagen? Ich weiß es nicht. Weil gewisses zählt ja wieder nur für Autos und kennt er ja, aber da würde ich schon sagen, dann ist schon... Jetzt gehe ich wieder in Richtung... Ja, Qualität oder dem Sinne. So. Und natürlich, wenn er das im Beta-Test auffallen müssen, natürlich auch mir in dem Sinne, aber ich glaube, ich bin da gar nicht durchgefahren. Jo. Keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht. Ja, in dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen angenehmen Tag und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ich verwirre dich im Tunnel. Würde sagen, bis zur nächsten Folge und tschüss.